Jawohl, Murder Soul Suspect. Weiter geht's. Wir decken die Geschichte auf. So, einen brauchen wir noch. Den wissen wir natürlich, wo der ist. Und jetzt wissen wir natürlich auch, wie wir da hinkommen. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo war das nochmal? War das jetzt hier gewesen? Ich glaube ja. Ich meine, das war hier. Ja, hier war das. Sehr schön. Dann können wir uns nämlich eine neue Geistergeschichte anhören gemeinsam. Und das würde ich sagen, tun wir jetzt. Viel Spaß. Wir alle haben sie an der Straße stehen sehen. Diese verwahrlosten, schmutzigen, hoffnungslosen Leute, die ein Pappschild hochhalten. Manchmal haben sie Requisiten. Ein Kinderwagen, ein Haustier, ein Benzinkanister. Etwas, um dem Eindruck Glaubhaftigkeit zu verleihen, dass sie das Geld für etwas anderes als Alkohol bräuchten. Es war ein Mann mit einem Schild, auf dem "Brauche Benzin" stand. Und einem roten Kanister auf dem Boden, den ich heute vor 6 unglücklichen Jahren auf dem Weg nach Salem sah. Ich versuchte ihn zu ignorieren, den Augenkontakt zu vermeiden. Aber ich steckte an einer roten Ampel fest. Und so zu tun, als sei er nicht da, wurde peinlich. Also griff ich in meine Tasche, zog 2 Dollar hervor und öffnete mein Fenster einen Spalt weit. "Für dich, Kumpel", sagte ich, als ich das Geld durch den schmalen Spalt schob. Dabei blickte ich ihm zum ersten Mal direkt ins Gesicht. Oder in das, was davon übrig war. Es war ein einziger Augapfel, der mich anblickte und aus einem verbrannten Schädel hervorstand. Ich erstarrte entsetzt, bis die geschwärzten, freiliegenden Fingerknochen nach oben griffen, um das Geld zu nehmen. In diesem Moment ließ ich es fallen und trat aufs Gas. Mir war völlig egal, dass die Ampel noch rot war. Seit damals habe ich Teile der Legende aufgegriffen. Ein an Kriegsneurosen leidender Veteran, nicht vermittelbar und Alkoholiker, wurde zu einem vertrauten Anblick in Salem am Straßenrand bettelnd. Die Bürger hörten auf, ihm Geld zu geben, dachten, er würde einfach in eine größere Stadt weiterziehen. Er reagierte darauf, indem er eines der traumatischsten Spektakel der Stadtgeschichte inszenierte. Er zündete sich selbst mitten in der Stadt im abendlichen Berufsverkehr an. Seit der Begegnung am Straßenrand sehe ich immer wieder aus dem Augenwinkel kleine Flammen aufblitzen. Die verschwinden, sobald ich meinen Kopf drehe. Und mir übelkeiterregende Schauer über den ganzen Körper jagen. Folgt mir dieser gequälte Geist jetzt etwa? Egal, ob es ein Segen oder ein Fluch sein soll. Ich will nur so weit weg von diesem Gespenst sein wie möglich. Krass, alter Schwede. Die Geschichten, die werden ja immer heaviger. Also immer alter Schwede. Uiuiuiuiui. Ja, so. Ja, haben wir eigentlich hier noch was aufzuklären? Ja, doch. Wir haben hier noch... Da müssen wir jetzt hin zu der Anstalt. Wir haben noch, das mit der Tankstelle noch aufzuklären, ne? Wo war denn jetzt nochmal die... Ach, da war die Tankstelle, ne? Das haben wir immer noch nicht aufgeklärt hier mit denen. Mit Brad und Pitt. Besteht denn jetzt die Möglichkeit mit dem Teleportieren, dass wir da vielleicht irgendwas Unentdecktes finden? Kann das vielleicht sein? Ich werde das nochmal versuchen. Jetzt müssen wir natürlich die Unterhaltung wahrscheinlich nochmal neu starten. Egal, machen wir es nochmal. Hallo? Was macht der da? Brad? Pitt? Brad? Okay, wir können mit ihm gar nicht mehr reden. Heißt das jetzt, wir haben, Ach nee, wir müssen ja hier bei Hinweise. Achso, das hat... Ah, diesmal hat er es doch gespeichert. Okay. Derzeitige Spielziel, verlasse den Dachboden. Das verwirrt mich immer noch so ein bisschen. Aber wir kommen hier auch nicht weiter. Uns fehlen immer noch mehrere Hinweise. Wir können hier auch nicht das aufklären irgendwie nachträglich. Also zumindest... Wie er läuft so. Ach ja, morgens auch schon wieder Sonntag. Lalala. Können wir denn mit unserer Teleportfunktion irgendwo hin, wo wir noch nicht waren? Hier waren wir ja schon, ne? Hier war ja... Genau, da war die Notiz drin gewesen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Dankeschön, lieber Flexi. Von den Vorvideos. Ich schau nochmal eben.
Lalalalala. Tja, ich glaube, hier werden wir, glaube ich, nicht so fündig. Finde ich sehr merkwürdig, dass wir jetzt da auch nicht weiterkommen können mehr bei dem Auto. Ich werde mal schauen, dass ich vielleicht demnächst mal irgendwie mal in der Pause mich mal irgendwie umsehe. Vielleicht mal nach einer Lösung gucke oder so, weil das hätte ich doch schon, das würde ich gerne schon aufklären, bin ich ganz ehrlich. Tja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Fällt mir auch nichts bei ein, bin ich ganz ehrlich. Was haben wir denn da? Können wir uns da teleportieren vielleicht? Wie kommen wir denn... Waren wir da schon gewesen? Hallo, ich würde mich gerne da durch teleportieren. Komme ich da nicht durch? Ich dachte, man kann sich durch Schlitze teleportieren. Ah. Schau mal einer an. So, Bedeutung des Dollar-Tattoos. Es ist komisch, mit einem Mann zusammen zu sein, der seine Lebensgeschichte auf die Haut, auf der Haut trägt. Ich strich mit dem Finger über ein von Feuer umgebenen Dollarzeichen. Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet. Er sagte, er bekam es vor seinem eigenen Vater, nachdem er das erste Mal Geld gestohlen hatte. Ein Andenken an den Diebstahl, als sei sein Vater stolz auf ihn. Dass er so einfach ein Verbrechen zugibt, war ein kleiner Schock. Das muss ich zugeben. Aber immerhin ist es sicher, immerhin ist er sich seiner selbst bewusst. Haben wir das auch gefunden? Finden wir hier vielleicht noch einen Hinweis zu der Tankstelle? Okay, da komme ich nicht durch. Komme ich da vielleicht hinter? Okay, da in die Tankstelle komme ich nicht rein. Ich hätte gedacht, dass wir eigentlich schon mal hier waren, aber dem war nicht so. Schauen wir, ob wir da hinkommen. Huch. Ach, hier sind wir. Waren wir nicht hier schon mal? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Kommen wir auch nicht rein, ne? Oder? Nee. Okay. So. Hier waren wir auch noch nicht, ne, oder? Da geht's nicht lang. Dann geht's da wahrscheinlich irgendwann später im Spiel lang, aber nicht jetzt. Gut. Burrito. Mucho Burrito. Ja, das mit der Tankstelle wird wahrscheinlich auf immer und ewig ein Rätsel bleiben. Wie gesagt, ich schau mal, dass ich eine Pause mal vielleicht irgendwann mal da... Wenn ich dran denke, dass ich da mal nachschaue... Glaube ich richtig? Ja, ich glaube schon. Hallo Framerate. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Lux Aeterna. Da gehen wir jetzt hin. In die psychiatrische Anstalt Lux Aeterna. Und da bin ich sehr gespannt, was da auf uns wartet. Ist übrigens ein schöner Ladebildschirm, das hier. Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Wenn ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wiederhergestellt haben, kann man nur hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. Bereit? Entspann dich, wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Oh ja, die PT-Omi ist auch hier. Leute, die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht, komm schon. Okay, ich helfe dir reinzukommen, aber ich... Aber was, wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen? Sollte das von einer lebenden Person erledigt werden? Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Ja, ja. Und schon sind wir in einer psychiatrischen Anstalt. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris' Zimmernummer herausfinden. Hi. Ich brauche ihre Hilfe.
Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei. Richtig, aber sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Hab ich ja, und die sagten, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut. Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. Was würde die Rezeptionistin veranlassen, Joy zu helfen? So, dann schauen wir mal. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann mit eindrucksvoller Statur. Jemand, der an Gewalt gewöhnt ist. Vergangene abscheuliche Taten prägen ihn. Und zwar so stark, dass er selbst nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Wahnvorstellung des Mörders. Joys Mutter glaubt, dass die Wahnvorstellung des Mörders weit über die meisten Leute mit klinischen diagnostizierten Problemen hinausgeht. Ich habe eine neue Theorie. Gewaltsame Sachen, die er getan hat und hast du nicht gesehen, hat sie gerade was erzählt von und Besuchszeiten stark eingeschränkt. Die Besuchszeiten sind strikt und bevorzugen definitiv Verwandte und Ärzte. Was? Besuchszeiten sind strikt und bevorzugen definitiv verwaltende Ärzte. Ein Geschenk zur Genesungsgeschenk. Ein Geschenk für jemanden, der krank oder verletzt ist. 2 von 4 Hinweise. Was haben wir da? Junge auf Krücken. Ein Junge mit Krücken. Die Rezeptionistin muss ihm nahestehen. Ich hasse es, hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris. Iris Campbell. Ja. Sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Danke, jetzt geht's mir besser. Halt durch, Kleiner. Ich mach das. Ich muss nur... So, ihr geliebter Sohn ist alles, was ihr geblieben ist. Genau wie Iris alles sein mag, was uns im Glockenmörderfall bleibt. Blick auf ihren Monitor werfen. So, Spähen kennen wir ja schon. Schizophrenie. Zimmer 216. War schon mal gut für uns. Sie ist in Zimmer 216. Wir müssen sie schnell finden, Joy. Die geben ihr Elektroschocks. So, Irish ist in... Oder Iris. Iris ist im Zimmer 216 des Hochsicherheitstrakts. Und sehr bald ist ein Schocktherapie vorgesehen. Deswegen müssen wir uns ein wenig beeilen. Aber ich werde mich ein wenig umsehen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, Infos zum Glockenmörder. Klatschartikel Nummer 1. Ein bizarrer Tod in der psychiatrischen Anstalt Lux Aterna in Salem steht vielleicht in Verbindung zu einer Mordserie in der Stadt. Eine Quelle bestätigt, dass eine Patientin tot aufgefunden wurde, erdrosselt mit einem Betttuch. Es mag der erste Mord in dieser Serie sein, der in so einer sicheren Einrichtung stattfand. Das heißt, niemand ist sicher, nirgendwo, sagt eine verängstigte Frau, die direkt mit einem Zeugen sprach. Ich habe gehört, an ihrer Zimmerwand waren alle möglichen Zeichnungen und das Glockensymbol war vielleicht dabei. Ich bin mir sicher, er war es. So. Hey, hier können wir auch was aufdecken. Mann in der Kiste. Oh mein Gott. Okay, da müssen wir also die Augen aufhalten. Dr. Wirks Patientenakten. Dr. Wirks Patientenakten. Okay. Wir müssen auf jeden Fall die Augen aufhalten, dass wir hier... Wo ist das denn? Sieht aus wie Italien. Bin ich ganz ehrlich.
Müssen wir die Augen aufhalten. Alles klar, Kleine. Die Luft ist rein. So, Klatschartikel Nummer 3. Niemand konnte das Geheimnis um den Glockenmörder in Salem lösen. Nicht einmal das Geheimnis des Symbols selbst. Da anscheinend keine Glocke bei jedem Tatort hinterlassen wird, hinterlässt der Mörder vielleicht eine Art Autogramm, eine Stellungnahme zu seiner Identität. Identität. Wenn es mit seiner Herkunft zu tun hat, wäre die logische Schlussfolgerung, dass der Mörder ursprünglich aus Philadelphia kommt. Eine andere Stadt mit reicher Geschichte und Heimat der berühmtesten Glocken Amerikas. Aber wird die Polizei diesen kühnen Ansatz berücksichtigen, wenn es bedeutet, den Fall zu lösen und Dutzend von Leben zu retten? Man weiß es nicht. So, hier haben wir alles abgegrast. Woman's Ward, Men's Ward. Okay, da komme ich nicht lang. Verdammt. Gehen wir sofort lang, ja? Ich, Kamera da vorne. Ja, Kamera sofort. So, Gedenktafel der spanischen Grippe. Gewidmet an den Opfern der großen spanischen Grippe-Epidemie. Nach 1918 in dieser Station ausgebrochen. Mögen ihre Seelen den Frieden finden, der ihnen im Leben verwehrt bleibt. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Mein Gott, hier gibt es so viel zu lesen, ist ja Wahnsinn. Zeitungsartikel Nummer 6, kein Klatschartikel, Zeitungsartikel ist es jetzt. Ein durchdringender Leitartikel auf eben diesen Seiten folgend, der die Befähigung des Salem Police Department, den Fall des Glockenmörders umfassend zu untersuchen, in Frage stellte, hat der leitende Ermittler Lieutenant Java Reyes angekündigt, dass 6 weitere Officer ausschließlich auf diesem Fall angesetzt wurden. Für eine direkte Stellungnahme nicht zu sprechen, wird Reyes in einer kürzlichen SPD-Pressemitteilung zitiert. In einem Department dieser Größe repräsentieren diese einen enorm wichtigen Verlagerung der Ressourcen, was hoffentlich die Bürger bezüglich der Schwere dieser Fall beruhigt, des Falles beruhigt. Du. Natürlich schaue ich mich um. Guck mal einer an, was hier versteckt ist. Noch 8 mehr zum Aufdecken. Okay, da komme ich nicht rein. War nur ein Versuch, ne? So. Kameras? Ach, Tatsache, Kameras. Ich schaue mich aber vorher ein bisschen um. Ich kann ja durchlaufen, mich sieht ja keiner. Obwohl, komm, egal. Iris erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schocktherapie? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, trifft es. Los, gehen wir. Okay, die ist nur am Lachen. So, Unterstützung im Krankenhaus. Es war so lieb von Ronan, mitzukommen. Ich weiß, es ist hart für ihn, mit einem Stimmungsschwankungen zurechtzukommen. Ich glaube, in meinem Kopf geht etwas Schwerwiegendes vor und er leidet mit mir unter den Konsequenzen. Aber so eine Stütze, mein Fels in der Brandung zu sein, dafür braucht es einen richtigen Mann. Ich stehe das durch. Ich werde dafür sorgen, dass sich der Kampf lohnt. Noch eine Kamera? Mach schon! Ja, sofort. Hör auf zu nerven, meine Güte. So, 7 mehr zum Aufdecken. So, Tür ist offen. Und die Kamera ist jetzt aus. Komm, beeil dich. Los. So. Wen haben wir denn hier Schönes? Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zu hören.
Und wenn ich den Helikopter kurz ausleihe, eine Notiz hinterlasse? Würde reichen, bin ich ganz ehrlich. Würde definitiv reichen. Dann kannst du vielleicht hier entkommen. So, schauen wir uns noch hier kurz um in der Tür. Hier liegt aber anscheinend nichts. Hier ist ein alter Boiler. Boiler Euler. Ja, welcome to Lux Eterna. Terna Lady. Lux Terna Lady. Ja, in der Anstalt würde ich sagen, gehen wir weiter in einer weiteren Folge und dann helfen wir Joy Fleming weiterzukommen. Und wir unterstützen sie dabei. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt Murder's Whole Suspect mit dem Flexi. Also macht's gut. Ciao.